Hi, hier ist euer Captain Knorke und ja, wir sind wieder bei Another Brick in the Mall und ich habe gerade gesehen, wir haben ja auch Meldungen. Restrooms, wissen wir ja, interessiert uns eigentlich nicht. Und es sind 17 Leute, die tatsächlich kein Klo gefunden haben. Bitte. Die Menschen müssen alle total blind sein. Es tut mir leid. Wenn ich hier Schilder aufhängen könnte in dem Spiel, würde ich hier Schilder aufhängen, aber das geht ja nicht. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen laufen, einfach aus dem Grund, damit wir Geld verdienen. Ich habe allerdings noch zwei andere Meldungen gerade entdeckt. Und zwar unsere Haushaltswaren, da kann man nicht einkaufen, weil einfach voll ist. Und unser neu eröffnetes Best Video Games Geschäft geht auch nicht. Das hier ist eher in der Frühschicht anzusiedeln bei Haushaltswaren. Praktisch hier. Da haben wir eine Kasse zu wenig, wenn ich das hier richtig sehe. Da würde ich doch glatt mal kurz nochmal auf Pause gehen und wir setzen uns da einfach nochmal einen weiteren Checkout-Counter hin. Den müssen wir dann allerdings drehen. Und hier setzen wir. Ne, müssen wir gar nicht. Wir können. Kuh, Knorke, Kuh. Wir können den nicht da hinsetzen. Ist auch einmal weniger, ne? Wir haben das eine Kasse besetzt, kann das sein? Dann müssen wir doch gar nichts kaufen. Wo ist denn Haushaltswaren, bitte? Haushaltswaren. Haushalt Elektro, müsste das sein? Nein. Moment. Das Ding heißt nur Haushaltswaren. War ein Spezialladen. Wo ist denn der? Hier ist der. Das ist er. Ja, na klar. Da können wir glatt weg. Um welche Uhrzeit war das? 14.25 Uhr zur Frühschicht. Da setzen wir doch glatt weg noch einen zur Frühschicht ein. Das können wir, denke ich mal, verantworten. Dann ist die Sache nämlich erledigt. Und jetzt haben wir hier noch bei Best Video Games. Fehlt auch einer. 18.24 Uhr war das. Das ist praktisch die Spätschicht. Dann holen wir einfach nochmal einen Kassierer, der... wo ist denn hier Kassierer? Hier. Der fängt dann halt um 16... Nee, Moment. 18 Uhr noch, was war das? Genau, dann fängt er halt um 16 Uhr an. Dann haben wir auf jeden Fall einen noch in der Spätschicht. Das müsste dann ja auch das Thema erledigt sein. Gut, wo ist unser Fleischfachgeschäftsgedöns? Das war hier unten. Genau, Herr Knorke. So. Gut, ich wollte hier bauen. Und zwar, wow, wie viel haben wir gewonnen? 36.000, okay. Erstmal Floor Tiles. Geschäfte sind immer grün. Irgendwie. Obwohl, bei Fleisch wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn es nicht grün ist. Aber ist egal jetzt. Und dann haben wir noch das hier als Lager. Perfekt. Das assignen wir auch gleich mal als Storage. Und gehen auch gleich mal zum Management. Storage ist das. El Batchoi. Ist wahrscheinlich falsch geschrieben, ne? Schreibt man das mit IE? Batchoi? Batchoi? Butcher. Einfach nur Butcher. Fertig. Zack. Dann zeigen wir das hier noch als Store. Manage. Der Store heißt dann natürlich einfach nur Butcher. Butcher. Butch, butch. Ich glaube, eine Tür wäre auch nicht ganz schlecht für die ne, für die möglichen Patienten. Setzen wir mal hier einfach eine Tür mit rein. Und dann wird es wohl auch schon losgehen mit dem Managen. Der Butcher hat von 8 bis 0 Uhr geöffnet. Kennen wir ja. Sign tun wir das hier. Und Steph. Packen wir einen Kassierer. Ich glaube, als Clerk sind die hier besser. Sind die noch drin? Ja. Nehmen den hier als Clerk. Das Spiel hängt jetzt erstmal wieder. Ist völlig typisch. Völlig typisch. Der fängt 8 Uhr an. Ja, der fängt schon 7 Uhr an. Ich glaube, wir müssen auch nicht auffüllen. Ein Clerk wird wahrscheinlich reichen. Haben wir jetzt einen guten Kassierer noch irgendwo erwischt? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, vom Gefühl her ist William hier ganz gut dabei. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich einen etwas besseren Kassierer, der um 16 Uhr dann die Geschäfte führt. Und jetzt müssen wir noch... Signed haben wir? Ja.
Das heißt, wir werden jetzt hier Fresh Meat reinpacken. Eins, zwei, drei und Nummer 4. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich Frischfleisch. Sehr schön. Okay. Das gefällt mir. Ein weiteres Geschäft für die riesige Knorke Mall. Und ansonsten ist ganz schön viel Besuch hier, oder? Muss ich jetzt mal so zugeben. Wir hätten auch noch Platz für weiteres. Ich glaube, ich habe das Ding ja zu groß gebaut. Das sind hier fast alle. Was ist das? Wo steht's? Smartphones. Holen ist 40%. Okay. Hier ist wieder, ne? Expired. Schade. Könnte mal jemand wegräumen, bitte? Was sind das hier? Früchte? Frisches Brot. Okay, ist schon. Was ist das hier? Nochmal frisches Brot. Kann bitte weggeräumt werden. Okay, machen die schon. Sehr schön. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft jetzt tatsächlich. Dann gucken wir jetzt wieder in den Needs rein. Was wir hier vielleicht als nächstes brauchen. Oder Tier 3 wird nicht benötigt. Wir gucken hier erstmal tatsächlich nur nach Tier 3 Sachen. Cosmetics. 29. Cosmetics wäre noch was. Spiel 19. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Cosmetics ist bis jetzt das Best. Wow. Moment. Was ist das hier? Sell Drugs. Ich habe doch einen Drugstore. Habe ich nicht einen Drugstore gehabt? Doch ein Drugstore, der T3 verkauft, oder nicht? Oder bin ich da noch im ganz früheren Spielstand? Jetzt Saal. Haushalt, Futterdruck. Gott, ich habe noch keinen. Doch, guck mal hier. Ich habe hier einen Drugstore. Ich habe hier einen Drugstore. Mit Cosmetics. Okay, das ist Tier 2. Warum ist das Tier 2? Warum ist das T2? Okay, das heißt, ich brauche ein Geschäft, was nur Cosmetics verkauft, scheinbar. Beziehungsweise, Moment, wir können mal gucken. Das ist ja Drugs, nicht Cosmetics. Sell Drugs. Sell Drugs. Ein bisschen überfragt gerade. Das heißt aber nicht direkt Drugs, oder? Doch. Das heißt direkt Drugs. Drugs. Okay, dann ja, dann ja, machen wir einfach mal. Bauen wir einfach mal hin. Foundations haben wir jetzt wieder hier. Geld haben wir auch ein bisschen. Das heißt, wir machen jetzt das Geschäft hier genauso wie das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Würde hier ganz genau reinpassen. Haben wir wieder 5. Vielleicht soll ich es auch 6 machen. Na komm, wir machen das auf 5. Die Wände sollen gefälligst bleiben, bitte. Dazu gibt es dann nochmal hier eine Wand. Objekte. Machen wir dann hier auch die kleine Tür rein. Und ein Step Door hier. Und hier unten. Dann wird hier halt ein Drugstore gebaut. Ganz einfach. Ja, im Moment Kohle 23.000. Das ist sehr gut. Das ist schön. Wir können hier schön bauen, ohne dass wir irgendwelche Probleme hier bekommen. Es stört einfach niemanden. Eins und zwei bauen wir genauso auf. Der Drugstore brauchte einfach nur das Shelf, ne? Drug, 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 genau. Eins,
zwei, drei, eins, zwei. Hier packen wir sogar ein paar mehr rein. Einfach, weil wir es können. So, dann fangen wir an mit Assignen. Storage ist dann da. Manage Storage. Zack. So, L. Best Drugs. So. Geil. Geschäft ist dann das hier. Und das nennen wir dann natürlich auch zack, zack. Best Drugs. Perfekt. Können wir das nicht? Nee, können wir noch nicht. Der muss erst bauen. Der muss erst bauen, bevor wir das Lager zuweisen können. Ja, das kriegt aber nicht hin. Dann muss ich zuerst wieder zurück, dann hier ja und dann. Nein. Was stimmt hier gerade nicht? Warum kann ich das nicht assignen, bitte? Ich hab's als Storage gemacht. Ich bin doch bescheuert. Kinosch. Sag doch mal was, ja? Das soll ein Store werden. Ein Store. Proceed. 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 Tak, 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 tak. Best Drugs. Mann, 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 Mann. Können wir das auch assignen? Wir machen wieder 8 Uhr. 8 Uhr wird geöffnet und 0 Uhr wird geschlossen. Staff, Clerk, Clerk. Ja, komm. Clerk, 7 Uhr anfangen. Kassierer. Nur Müll. Nur Müll schickt's Arbeitsamt. 8 Uhr. Hier ist noch ein Kassierer. Der ist einigermaßen schlecht. Aber durchaus handelbar. So, jetzt müssen wir nur noch das Ding hier mit Drugs befüllen, ne? Zack, 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 zack. Dann hätten wir aber auf jeden Fall T3 Drugs. Wir könnten mal gucken, von was wird denn noch T2 benötigt? Weil T3 heißt ja, hier steht kein Tipp. Hier steht gerade kein Tipp. Ich glaube, es muss ja mindestens, wie war das? Mindestens 50%, ne? Von T3. Das heißt, wir könnten da noch irgendwas anderes reinpacken. Was da vielleicht auch noch passt. Was passt denn in so ein Shelf rein? Bei Health and Beauty. Wir hätten Cosmetics. Moment, gab es bei Cosmetics nicht irgendwas? Wo sind denn die Cosmetics hin? Hier, Cookies. Sind ja so gut wie Cosmetics. Sind hier noch Diapers? Diapers hätte ganz gern tatsächlich ein paar mehr Sales. Dann packen wir einfach noch Diapers rein. Passt ja auch, ne? So, das heißt, wir müssten dann hier in dem Geschäft auch tatsächlich über 50% ja drin haben. Würde ich mal behaupten. Wir müssen nur warten, bis das hier endlich mal, ne, bis das hier erledigt ist. Ich sehe gerade, wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir müssen hier die Tür reinbauen. Wir müssen das Ding hier entfernen. Und dafür eine Wand reinsetzen. Wir müssen hier den Durchgang hinbringen. Ich wollte eigentlich hier unten, aber es geht ja nicht. Wir machen hier unten noch ein Geschäft dran. Jetzt müssen wir die Parkplätze wegräumen und das möchte ich jetzt unbedingt eigentlich vermeiden. Wir haben noch nicht die Floor Tiles. Aber oh, Moment, selecten. Ich muss jetzt mal gucken. Kontrolle. Das ist tatsächlich T3. Ich bin begeistert, das funktioniert. Und offensichtlich ist es auch so, dass wir tatsächlich vielleicht doch schon einen zweiten Kassierer benötigen. Ist das so?
Wir könnten vielleicht. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall einen zweiten Kassierer. Machen wir gleich mal. Den machen wir da eine Mittelschicht, würde ich sagen. Kassierer. Ich weiß, ich werde da später wahrscheinlich total durcheinander kommen, aber das ist egal. Und zwar machen wir hier eine 12-Uhr-Schicht rein. Was ich jetzt aber noch gucken wollte, wie sieht es denn eigentlich aus mit Fisch? Fisch. Das hat man doch auch irgendwo, oder? Kann ich hier irgendwo Restaurant mit Food? Gut. Fisch, 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 Fisch. Fresh Meat haben wir jetzt. Fisch, Fisch, Fisch. Warte mal, wie sieht denn aus mit Fresh Meat? Ja, das verkaufen ganz ordentlich. Aber wir können wahrscheinlich auch Fresh Fisch. Ja, nicht. Hier. Frozen Pizzas können wir noch machen. In the store with over 50% of food. Genau. Das heißt, wir werden dann hier noch eine Fridge bauen. Fridge. Fridge, 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 Fridge. Hier eine Fridge reinsetzen. Lass das mal laufen. Floor Tiles. Lagerteil. Und Geschäftsteils. So, setz mal das Ding hier hin. Wo bleibt denn mein Mann? Wo bleibt mein Mann? Come on, Boy. Come on. Moment. Wir beenden die Folge. Sehe ich gerade. In der nächsten Folge werden wir tatsächlich Pizza reinschmeißen. Noch in die letzte Fridge, wenn die mal geliefert wird. Und dann gucken wir mal. Sollte dich auch einigermaßen gut verkaufen. Vielleicht wird euch dadurch das Geschäft besser besucht. Dann müssen wir vielleicht auch noch einen zweiten Kassierer einstellen. Das werden wir sehen. Ja, soweit so gut. Was haben wir denn den letzten Tag eingenommen? 32.000 weniger als vorher. Ja, Entwicklung ist jetzt nicht unbedingt positiv. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Tag gar nichts machen und einfach nur durchlaufen lassen, damit wir mal eine bessere Bilanz hier reinkriegen. Weil im Moment sieht es dann ganz schön schlimm aus. Ja? Im Moment sieht es tatsächlich ganz schön schlimm aus. Aber das Geschäft darf halt nie schlafen, ne? Wir wissen es ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.